Hallo, mein Name ist Thorsten Butsch und in diesem Video schauen wir uns die Verwendung eines Ampermeters genauer an. Das Ampermeter wurde oder ist benannt nach André Marie Ampère, der letztendlich als erstes ein Messgerät zur Strommessung gebaut hat, selber hat das Galvanometer genannt. Das Ampermeter hat hier dieses Schaltsymbol, ein A und ein Kreis drum. Es misst die Stromstärke in Ampere. Es verfügt selber über einen geringen Innenwiderstand. Muss auch so sein, weil ein Ampermeter wird immer in Reihe geschaltet. Und hier nochmal ein Schaltplan, wo man sieht, dass das Ampermeter mit dem Verbraucher hier ein Widerstand in Reihe geschaltet worden ist. Nun schauen wir das Ganze uns in echt an. In diesem Experiment möchte ich dir zeigen, wie ein Ampermeter benutzt wird. Hier habe ich eine Batterie, einen Motor, Schalter und das Ganze funktioniert auch soweit. Jetzt möchte ich wissen, welcher Strom fließt durch den Motor. Und das soll mir ein Ampermeter sagen. Das habe ich hier schon mal soweit vorbereitet. So, hier hat man mehrere Anschlüsse und wenn ich mir das hier angucke, habe ich Minus und die roten ist jeweils Plus. Es gibt Ampermeter, da ist der Zeiger in der Mitte, dann ist Plus und Minus nicht von Bedeutung. Aber wenn das so wie hier ist, was in der Hauptsache sozusagen nach rechts geht, dann muss ich mir vorher Gedanken machen. Und ich habe hier Minus und hier ist entsprechend Plus. Das heißt, wenn ich das jetzt anschließe, muss ich darauf achten, dass ich richtig rum anschließe. Das Entscheidende ist, beim Voltmeter lasse ich im Prinzip den Stromkreis, wie er ist, und schließe das zusätzlich an. Beim Ampermeter trenne ich den Stromkreis auf. Das heißt, ich muss hier dieses Kabel nehmen und jetzt hier anschließen. Und jetzt habe ich noch das Problem, ich habe hier zwei Möglichkeiten. Ich kenne den Strom nicht, der hier durchfließt. Deswegen ist es eine gute Idee. Ich habe hier einmal 0,6 Ampere und 3 Ampere. Das heißt, 0,6 Ampere ist die untere Skala, 3 Ampere ist die obere Skala. 3 Ampere ist mehr und ich gehe erstmal an den 3 Ampere Anschluss. Und wenn ich merken sollte, das war viel zu viel, kann ich ja immer noch an den gehen. Wenn ich an den gehe und es ist zu viel, habe ich es vielleicht kaputt gemacht. Und das will ich ja nicht. Also deshalb erstmal die 3 Ampere. Und ups, und auch schon falsch gemacht. Hier muss ich natürlich dran. So, Minus. Kurz noch mal überlegen. Hier ist Plus, Plus ist Plus. Und hier kommt Minus an. Und deshalb ist das hier Minus. Und dann gehe ich hier dran. So, jetzt habe ich alles beisammen, mein Ampermeter, mein Motor und man hat sehr schön gesehen, so etwa 1 Ampere fließt, beziehungsweise wenn der Motor sich dann dreht, sieht man, dass die Stromstärke etwas zurückgeht. So viel zum Ampermeter. Also Ampermeter immer, da muss ich den Stromkreis auftrennen. Der kommt in den Stromkreis und anders als beim Voltmeter, da muss ich den Stromkreis nicht auftrennen.